Also Rosberg ist hinter mir, aber hat direkt wieder eine Lücke gelassen, okay. Nur Alonso ist wieder vorbeigekommen, aber der war auch schon vor dem Boxenstopp vor mir. Ist er ja nicht also vorbeigekommen, dann sind ja die Plätze fast so gleich geblieben. Ja, aber es war knapp. Hätte ich keine neue Nase bekommen, wäre ich vorn geblieben. Du Armer. Aber ich hol den noch, hoffentlich. Und dann, auf jeden Fall bin ich schon mal im ersten Rennen auf dem Treppchen. So wie es ausschaut. Und ich bin jetzt Siebter. Okay, nice. Aber du musst nochmal in die Box, ne? Ja. In den nächsten beiden Runden wahrscheinlich. Nee, aber in Runde 10. Erst? Mhm. Okay. Mich wundert, dass die Reifen auch hier so gut gehalten haben. Eigentlich hatten wir damit teilweise Probleme, ne? Ja, aber da waren wir auch ein anderes Team. Waren wir nicht davor auch sauber? Nee, wir waren... Boah, was waren wir denn für ein Team? Ich meine, wir waren sauber. Nein, wir waren ein schlechteres Team. Nee. Williams vielleicht? Puh, ich glaube. Ich weiß es nicht mehr. Uninteressant, Let's Play interessiert. Eben, wir sind jetzt sauber und fahren dreckig. Also ich hatte den Rosberg ganz gut hinter mir, der hat 2 Sekunden Abstand und ich glaube, ich hole nach vorne ihn auf. Nein! Gedreht? Du was ähnliches. Oh oh. Was heißt du was ähnliches? Ja, bei der ersten Kurve. Ich habe eventuell etwas zu spät gebremst. Achso, okay. 6 Sekunden zur Zeit davor schneller gefahren, also absolute Bestzeit in Sektor 1. Das ist doch mal was. Fast verbremst. Ich muss jetzt meinen Curse aufbewahren für die Gerade. Für was? Für die Gerade oder für die Gerade? Ja, für die Gerade. Für die Start-Ziellinie. Okay, ich glaube nicht mehr, dass ich noch... Ja, nee, also ich glaube nicht, dass ich diese Runde noch Position hole. Diese Runde, ne? Dieses Rennen, dass ich da noch irgendwie Pünktchen hole. Nein, ich habe kein DRS, scheiße. So. Aber ich bin an Alonso dran. Es kann noch mal was geben. Eine Strafe? Unter anderem für Alonso. Wieso denn für Alonso? Weil er mir im Weg stehen wird. Ihn denn etwa so doll? Nein, will ich niemals tun. Ich trau dir nicht. Ey, hast du das letzte Rennen gesehen in Silverstone? Nee, habe ich nicht mehr leider. Da haben Alonso und Vettel sich die ganzen Runden lang am Ende hinbekriegt. Wirklich, einer hat den anderen überholt nacheinander. Und dauernd haben die sich bei ihren Teams beschwert, dass der andere jeweils die Strecke verlassen würde und das zum Vorteil nutzt. Oh, Scheiß, richtig episch. Man muss aber nach hinten kommen, wir kämpfen dann um Platz 10. Ja, nee. Nee. Lass mal. Ich gebe keine 12 Punkte, sondern glaube ich für 15, ich weiß es nicht. Ich glaube 15 Punkte für so 2 mickrige, vielleicht 1 Punkt. Nee, noch nicht mal. Bei mir Platz 10? Angezeigt, nach dem Stopp bin ich wieder 21. Ich bin an Alonso direkt dran. Und hab DRS. Aber der backt bei mir so ein bisschen rum. Rad an mit Alonso und vorbei. Heißt, du bist jetzt Erster? Zweiter. Alter, die schubsen mich. Ich fahre in die Box. Okay, das war hier regelwidrig, aber... Von dir oder von ihm? Von mir. Scheiße, ich krieg auch eine neue Nase. Wie krieg ich eine neue Nase? Oh, ich habe aber Fair Play gemacht und habe ihn wieder vorbeigelassen. Weil ich ja, außerhalb der Strecke überholt habe. Ja, weil ich außerhalb der Strecke über
geholt habe. Jetzt bin ich außen, ich bin außen an Hamilton und Rad. Oh, vorbei. Ja, mit einer kleinen Berührung, aber vorbei. Ich glaube, ich habe gerade jemand den Frontflügel kaputt gemacht. Aber ich hatte Vorrang. Ich bin gerade die Box rausgefahren. Okay. Achso, deswegen hast du automatisch Vorfahrt. Ja, ich habe Vorfahrt. Die müssen eigentlich anhalten. Ja, ist im richtigen Straßenverkehr auch so. Wenn du aus der Einfahrt rauskommst, hast du Vorfahrt. Danach müssen alle warten. Ja, siehst du. Müssen sie eigentlich jetzt alle mal anhalten. Geschwindigkeitskontrolle. Genau, wer zu langsam ist, wird rausgeschmissen. Ja, Daniel, ne? Boah, ich hoffe, man hört meine Behinderte nicht in der Aufnahme, weil die ganze Zeit so boom, boom, weil das Fenster auf ist. Ah, fett verbremst. Verbremst dich nicht. Hab ich schon. Hat trotzdem nach vorne geblieben. Ja, weil das Fenster auf ist und der Wind die ganze Zeit so dagegen stößt, so ein bisschen. Und ja, warum das ist einfach nur Fenster offen? Weil es scheiße warm bei uns ist. Ja, bei mir auch. Wirklich, bis 12 Uhr mittags, ne, ging es noch. Und ab da war es scheißen warm. Als wäre die Temperatur von so 15 Grad auf 28 hoch. Richtig schlimm. Richtig schlimm, sagst du. So, Runde 11 von 15 und ich bin auf Position 1 von 12. Das ist bisher ein ganz gutes Rennen. Ich hoffe, ich kann das auch halten. Meine Reifen schauen noch ganz gut aus. Soll ich auch anhalten? Und vielleicht den Hamilton abdrängen? Nö, ich hatte überlegt, mich einfach umzudrehen, einfach vorne, voll vorne reinzufahren. Du würdest voll verfehlen. Das schaffe ich schon. Ich stell mich einfach irgendwo hin und stell mich auf die Ideallinie. Würdest du irgendwann disqualifiziert werden? Ja, ich muss ja nur so lange da stehen, bis du kommst. Ach nee, Alter, du halt die Schnauze! Mir wird dir angezeigt. Nein, so gelb ist. Sichtbar gemacht. Ist ja langweilig. Balken bei dir eigentlich auch die vorderen Leute irgendwie so ein bisschen rum? Mal unsichtbar, mal nicht? Nee. Bei mir war das eben die ganze Zeit so. Das liegt aber daran, dass ich keinen vor mir sehe. Achso, geil. Und vorhin? Nee, vorhin war es. Okay. Komisch. Naja, mein Internet ist in den letzten Tagen nicht so das Beste. Hat sich mein Vater übrigens wirklich Landwirtschaftssimulator 2013 geholt. Ich werde das Spiel installieren und davon auch ein Let's Play machen, so eine Stunde lang, und es dann einfach deinstallieren. Ja, dann kriegst du aber die Abos, Junge, wenn du das aufnimmst. Warum? Das ist doch das spannendste Game. Das Beste, was gibt. Das Beste, wo gibt, wa? Ich war mir übrigens schon überlegen, Train Simulator zu holen, aber einfach nur, weil ich mal wissen will, was so ein Lokführer machen muss. Der fährt mit einer Lok. Krass, nee, wirklich? Ja. Ich schwör. Krasser Scheiß, ey. Alter, ey. Oh, Hinterreifen Alter. Durchgedreht. Was machst du denn? Ich bin ein bisschen abseits der Strecke gekommen, deswegen. Aber schaut ganz gut aus, ich halte die hinter mir. Ja, aber ich finde es so wirklich. Doch, 21, 22 und 20 hältst du auch hinter dir. Nee, ja, okay. Ja. Du hast einfach so eine Minute Rückstand auf mich. Ja, ich weiß. Du hast ja auch schon gespielt, du Sau. Ja, du auch. Ja, aber richtig lange nicht mehr. Eigentlich müsst ihr wissen, wir haben das so gedacht, wir spielen jetzt eine Session erstmal offline durch, aber haben dann irgendwann erstmal aufgehört. Und ja. Weil wir es so machen. Nicht machbar. Ja, von beiden Seiten aus, hat man auch teilweise bei mir in den Videos gemerkt. Dass ich nichts hochgeladen habe. Aber mittlerweile schalte mich auch so an den Upload-Plan. Bin ich so ein bisschen selbst begeistert von mir. Und jetzt schau. Klopf dir auf den Rücken von mir. Mach ich gleich, wenn ich beide Hände frei habe. Nein, mach das jetzt. So eine Challenge mit. Mach das jetzt in der Kurve mit beiden Händen. Woher weißt du, dass ich in der Kurve bin? Tja. I'm watching you. Oha.
voller Stalker. Schaut nach einer Bestzeit aus. Sektor 1 und 2 absolute Bestzeit. Na, Reifen nochmal leicht durchgedreht. 1,28, 1,29, 1,30. Nein! 2 Zehntel. Haha. Also halte ich Hamilton und Alonso fern. 3 Sekunden circa Vorsprung. Also 2,7, um genau zu sein, aber. Und nach dieser Saison, wenn die dann irgendwann mal Ende ist, spielen wir Formel 1 2014, wenn es dann schon draußen ist. Darauf könnt ihr euch auch schon mal freuen. Also Abo da lassen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ne? Hä? Hä? Ja. Kann man nur ein Abo, wenn ihr mir einen Keks dazu schenkt. Genau, jeder Abonnent muss Daniel einen Keks schenken. 78 Kekse. Krasser Scheiß. Da musst du die aber auch alle aufessen, ne? Egal was für eine Sorte. Ja, mache ich ein Video von. Nein, nur Cookies. Schokokookies. Oder Brownies. Mehr nicht. Oh, Brownies. Stell dir vor, dein Auto vor dir wäre ein Brownie. Du musst da reinrammen, um es zu essen. Das Auto vor mir fährt aber gerade ziemlich schnell und ist einer, den ich überrunden muss. Tja, wieso fährt der, den du überrunden musst, ziemlich schnell? Ja, weil ich recht weit entfernt war, dadurch, dass ich halt schon fast eine Runde Vorsprung auf den habe. Hä? Also ich kann mich noch erinnern, als wir unsere Dings hier gestartet haben, unsere erste Saison, habe ich hier den Sieg vermasselt, indem ich in der letzten Kurve noch rausgerutscht bin, weil die Reifen am Arsch waren. Ich glaube, ich war da sogar auch noch ganz okay, war. Ja, du warst auch noch ganz okay. So Dritter oder so, glaube ich, war ich. Aber dann haben mich beide Red Bulls überholt und ich hoffe, das ist diesmal nicht der Fall. Den Überrundeten habe ich überrundet, der hat gut mitgespielt, hat schön Platz gemacht. Jetzt gehe ich gleich Ende zweiten Sektors. So. Und? Erster Sieg, erstes Rennen, erster Sieg? Würde man noch nicht wissen. Ich gehe jetzt Anfang Sektor 3. Ich werde abgedrängt, der Pizza. Dann kommen gleich die zwei Rechtskurven. Es ist keiner im DRS-Fenster. Die sind 3 Sekunden entfernt. Aber das waren sie letztes Mal auch. Und dann bin ich in der letzten Kurve rausgeflogen. Jetzt die letzten beiden Kurven, die letzte Linkskurve. Diesmal nicht rausgerutscht. Die letzte Kurve auf Start und Ziel. Und jetzt muss ich einfach nur noch fahren. Und das ist der erste Sieg. Erstes Rennen, erster Sieg, jawohl. Und schnellste Rennrunde. Der hat ja geschubbelt. Scheiße. Ja, bei mir ist es dann. Lol. Ja, auf jeden. Ich habe keinen Frontflügel mehr. Was? Mein Auto hat sich ohne irgendeinen Grund einfach mal gedreht. Okay. Kack drauf, abkürzen, jetzt auch nichts mehr wert. Muss eh letzter. Ja, ohne Frontflügel lässt sich natürlich super fahren. Das sowieso mache ich auch öfters, ist sehr witzig. Ich kann einfach nur geradeaus fahren. Jensen Button bekommt 20 Sekunden. Ja, geil, der hat mich gefoult. Das weiß ich sogar noch. Und warum bekommt Vettel keine Strafe, allein dass er außerhalb überholt hat? Welcher Platz ist er denn? Ah, der ist eh außerhalb der Punkte. So, 21. Jetzt nochmal BAM! 20. Ich hab den voll weggerammt. Strafe? Und hab nur eine Verwarnung bekommen. Okay, dann dir Glück. 19. Ey, weil Button noch hinter dich gefallen ist. Woo! Okay. Also bei mir.
Bei mir haben sie gesagt, super gemacht, ganz toll, sauberes Rennen. Bei mir haben sie sich einfach die Worte gespart. Ja, hä? Oh, das Gewitter geht bei mir los, ich hoffe, man hört's nicht. Ich sehe Sonne. Ich bin froh, dass es gewittert, weil dann kühlt es vielleicht wieder ein bisschen ab. Ja, warte doch. Lass ihn doch kurz jubeln. Der weint aber! Bei mir jubelt er! Der weint. Okay Leute, nächste Folge. Hauptziel. Henne wegrammen. Was? Ich starte einfach. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen? Nächste Folge wird Henne weggerammt. Ich hole einfach keine Punkte mehr in dem Sack. Möchtest du die Schlussworte sagen? Ja, lass erst mal kurz zu Ende laden, damit wir sehen, wer hier wie viele Punkte hat. Wie es mit der Ach, sieht man gar nicht. Ja, gut, dann sag ich mal, wir sehen uns beim nächsten Mal, ne? Wenn es wieder heißt, Formel 1 2013. Und schaut bei Daniel vorbei, Link ist in der Videobeschreibung. Der erste direkt. Und, jo, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bei Helden müssen wir nicht vorbei. Ciao. Tschüss.